September 1939. Die Nationalsozialisten marschieren in Polen ein, überziehen Europa mit Terror und mit ihrer Ideologie der Herrenrasse. Zentrale Figur Reichsführer SS Heinrich Himmler. Er ist besessen davon, arischen Nachwuchs zu sichern und entwickelt einen Plan. Zwischen 1941 und 1945 werden Kinder aus ganz Osteuropa entführt und zwangsgermanisiert. Allein aus Polen 20.000 Kinder, schätzen Historiker. In NS-Heimen müssen sie Deutsch lernen. Ihre Identität wird verschleiert. Do tego czasu nazywałam się Alodia Witaszek. Tak, od tego momentu nazywam się Alice Witke. Die Kinder von damals sind heute weit über 80. Und viele wissen noch immer nicht, woher sie kommen. Die Unruhe, die bei mir war, das Hin und Her und so, das hat sich dann irgendwie auch auf die Beziehung gespiegelt, ne? Ihr Schicksal ist bis heute weitgehend unbekannt. Josef Sowa fährt, so oft es geht, an den Ort, an dem seine Eltern begraben sind. Er liegt am Stadtrand von Częstochowa im Südwesten Polens. Er war 9 Jahre alt, als sie starben. Brak serdeczności wychowania mnie przez ojca i matkę. Wychowywany byłem przez obcych ludzi, no także niby rodzinę, ale całe życie brakowało serca, przytulenia i tak dalej. Josef Sowa wurde nur 41 Jahre alt, Franziska 36. Sie sind begraben, wo sie gestorben sind, ermordet von den Nationalsozialisten. Ihr Sohn Josef ist heute 86 Jahre alt. Doch die Erinnerung an sein Zuhause ist nie verblasst. Tam stał dom wiejski, dwuizbowy, drewniano murowany. I teraz pokażemy, gdzie była obora i gdzie był warsztat ojca, gdzie były bunkry. Sowas Familie versteckt im Zweiten Weltkrieg Juden und Partisanen. 7 Menschen leben hier 2 Jahre lang unter der Erde. I za tym bunkrem była rurka. Powietrze wychodziło. I ci Polacy, ci Żydzi, partyzanci żyli tylko tą małą rureczką, tym powietrzem. Oczywiście byli karmieni, prawda, przez rodziców i tak dalej, nie? A cała tragedia bicia, katowania to była tu po środku. Przyjechali samochody, 2 samochody, prawda, niebieskie. Wojsko przyjechało, oczywiście i żandarmeria. Do drzwi walą, pukają. Pytają się, czy tu mieszkają sowy. Tak, kolbami zaczęli walić momentalnie w okna, w chatkę, w dom. Szyby wyleciały. Mama z płaczem, dziećmi, prawda, wyszła na podwórko. Dzieci wybiegliśmy, prawda, za ojcem, za mamą. Wszyscy prawie że nago w koszulkach, bo to była 5 rano, a jest wrzesień, jest chłodny. Niemcy pytają się, gdzie są tutaj Żydzi, gdzie są partyzanci. Wracają do stodoły, mają takie metalowe szpicdruty stalowe, prawda, wkuwają się w stodołę, w snopki słomy, kują, gdzie można trafić na człowieka, który krzyknie, o, jestem, nie ma, wściekają się. A Niemcy tłukli. Czy mogli? Grabiami, widłami, prawda? Mama została 3 razy przebita widłami w brzuch. W ciąży była 6 czy 7 miesięcy. Mama się nic nie odzywała, krwawiła tylko. Ojciec jeszcze miał roztrzaskaną głowę, dostał karabinem, kolbami. Wszystko. Splute krwią, całe podwórko.
pożuszali tymi rodzicami, jeden tu, mama tu, dzieci tam. Wreszcie nic nie znaleźli, nadal nic. Naszykowali wiązkę granatów na podwórku między warsztatem ojca oborą a naszym domem, prawda, handgranatę. O, 4-6 granatów pada na środku podwórka. To zaczęły wychodzić pierwsze kobiety, Żydówki, prawda, nie? Oni je za włosy zarabili, kopali i tak dalej. I w tymże czasie już podpalili dom z drugiej strony. Danach erschießen die Soldaten die Eltern, werfen sie in eine Grube, an der Stelle, wo heute das Grab ist. Die Kinder überleben, müssen alles mit ansehen, werden dann nach Deutschland verschleppt, so wie viele tausend Kinder ab 1941. Kinder, die ins Raster passen, als eindeutschungsfähig gelten. Josefs Schwester Janina lebt bis heute in Deutschland. Ona jest Niemką. Ona jest germanizowana, bo ona jest zniemczona. Ona jest czystej rasy nordyckiej. Ona jest biała, blondynka o jasnych oczach. Ona Niemców pasowała. Stracili żeśmy siostry na dobre. Ja już nie mówię, że jako Polkę, prawda, nie? Jako człowieka polskiego, tylko że jako siostrę. Co najlepsze to jest w Niemczech. Etwas ist ganz klar, es wird in diesen gemischten Völkern wird immer wieder einige rassisch sehr gute Typen geben. Hier, glaube ich, haben wir eine Aufgabe, die Kinder von denen zu uns zu nehmen, sie aus der Umgebung rauszutun, und wenn wir diese Kinder rauben müssten und stehlen müssten. Bad Dürrheim in Süddeutschland. Hermann Lüdeking lebt hier, seit er Rentner ist. Woher er stammt, weiß er nicht. Und tschüss. Die Neugierde steckt in jedem drin, nicht? Wie die Eltern ausgesehen haben. Ich weiß ja nicht, habe ich noch Brüder gehabt, habe ich noch Schwestern gehabt oder nicht, Tanten und so weiter. Das weiß ich doch nicht. Ich habe ja alles versucht. Ich bin in 20 Archiven gewesen. Ich habe nichts gefunden, gar nichts. Ne? Seit Jahrzehnten versucht er herauszufinden, wer seine Eltern sind, wo er geboren ist. Immer an seiner Seite Lebensgefährtin Hannelore. Wir haben ja auch interviewt, ne? Kaffee. Ja, danke schön. Schon als Kind ahnt er, dass es ein Geheimnis gibt. Mit 6 Jahren kommt er zu Maria und Hermann Lüdeking. Er spürt, dass sie etwas vor ihm verbergen. Der Stapel, der war im Schrank versteckt. Von meinem Pflegevater. Und wo ich mit 13, 14 Jahre alt war, so neugierig wie ich war, mal geguckt, ja, ja, was da drin ist. Ja, ich bin schon immer neugierig gewesen. Und dann habe ich das gesehen und dann habe ich reingeguckt und dann habe ich schon ungefähr gewusst, was los ist. Ne? Dass es meine Eltern nicht waren, das habe ich schon gewusst, aber wie das zusammenhing, nicht. Und dann, wie ich dann die Urkunde dann gelesen habe, Vater tot, Mutter tot, ne? Genau Lüdekings Geburtsurkunde, ausgestellt von den Behörden des Dritten Reiches. So. Hinter Vater und Mutter ein Strich. Bei also Geburtsort steht Bruckau im Wartegau. Im Zweiten Weltkrieg war dort ein Kinderheim der Nationalsozialisten, eine der Stationen, an denen die Identitäten der geraubten Kinder verschleiert wurden. Und in Bruckau bin ich ja als erstes Mal gewesen und dann habe ich da den Hausmeister, der hat noch gelebt, und dann habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, ob hier überhaupt eine Geburt stattgefunden hat, hier in Bruckau. So wie es auf der Urkunde steht, er sagte, nein, sagt er, hier hat nie eine Geburt stattgefunden. Alles davon. Inzwischen weiß Lüdeking, dass er wohl Roman Roschatowski hieß, bevor er zu den Pflegeeltern kam. Ob sein Geburtsdatum, der 20. Januar, stimmt, er bezweifelt es. Ich kann ein Jahr älter, ein Jahr jünger sein, vielleicht bin ich erst 36. Nee, das Geburtsdatum war in den Unterlagen von Lodz 21. Januar. Lodz in Polen muss wohl die erste Station in seinem Leben gewesen sein.
Wer ihn in diesem Kinderheim abgegeben hat, Lüdeking weiß es bis heute nicht. Was er weiß, die Nationalsozialisten nahmen ihn von hier aus mit nach Deutschland. Entweder wir gewinnen das gute Blut, was wir verwerten können, und ordnen es bei uns ein. Oder, meine Herren, das sind nun, Sie mögen es grausam nennen, die Natur ist grausam. Oder wir vernichten dieses Blut. Aber drüben lassen, damit unser Gegner fähige Führer bekommt, fähige Kommandeure, das können wir vor unseren Ahnen und können wir vor unseren Söhnen nicht verantworten. Auch Alodija Witaszeks Schicksal ist untrennbar mit Lodz verbunden. Mit 5 Jahren kam sie ins Jugendverwahrlager in Litzmannstadt, wie Lodz unter deutscher Besatzung hieß. Alodija besucht ihre Freundin Barbara Paciorkiewicz. Die beiden Frauen verbindet viel. Ihre Leben sind sehr ähnlich verlaufen. Sie sind in einer Schule verabredet, die sich auf dem Gelände des ehemaligen Jugendverwahrlagers befindet, lassen sich von der Direktorin einen Raum zeigen, der an die tausenden Kinder erinnert, die hier im Lager einsaßen. So wie Alodija, die 1943 hier ankam. Alodijas Vater war im Widerstand gegen die Nationalsozialisten und wurde ermordet. Ihre Mutter als Strafe für die Taten ihres Mannes nach Auschwitz deportiert. Alodija geriet in die Maschinerie der Deutschen. A proszę mi powiedzieć, ile czasu pani spędziła w obozie? Prawdopodobnie byłam tu gdzieś do 8 tygodni. Bo potem byłam przez ale to już byłam w Poznaniu przez Rassenamt stwierdzona, że jestem rasy aryjskiej. Dziecko, a Niemcy chcieli wszystkie rasy aryjskie germanizować. 3 Leben, 3 Schicksale, 1 Gemeinsamkeit. Sie alle sind Opfer des Rassenwahns von Heinrich Himmler. Der Reichsführer SS besucht 1941 das besetzte Polen, reist durch den Wartegau. Polen wird 1939 zwischen den Sowjets und den Deutschen aufgeteilt. Der Westteil, darunter der sogenannte Reichsgau Warteland, wird ins Deutsche Reich eingegliedert. Andere Gebiete fallen unter deutsche Zivilverwaltung. Himmler hat die Vision, die Deutschen zum mächtigsten Volk der Welt zu machen. Seine Strategie? Nachwuchs sollte auch aus dem Ausland kommen, in erster Linie aus dem Osten. Im Bundesarchiv in Berlin finden sich hunderte Dokumente, anhand derer sich die schrittweise Entwicklung bis hin zum organisierten Kinderraub nachvollziehen lässt. So schreibt Himmler nach seiner Reise durch den Wartegau an Gauleiter Arthur Greiser: Ich halte es für richtig, wenn besonders gutrassige kleine Kinder polnischer Familien zusammengeholt und von uns in besonderen, nicht zu großen Kinderhorten und Kinderheimen erzogen würden. Ich rate zunächst einmal, nur mit 2 oder 3 solchen Einrichtungen zu beginnen und Erfahrungen zu sammeln. Isabel Heinemann, Professorin an der Universität Münster, forscht seit vielen Jahren zu den geraubten Kindern. Sie hat ein europaweites Forschungsprojekt gestartet,
analysiert mit ihren Kollegen 17.000 Akten ausländischer Kinder, die die Alliierten nach dem Krieg in Deutschland gefunden haben. Die Wissenschaftler wollen die Wege nachvollziehen, die die geraubten Kinder genommen haben. Also Geschlecht ist ungefähr gleich verteilt. Wegen der gezielten Verschleierung durch die Nazis ist das schwierig. Wird auch eine polnische Nationalität zugeschrieben, beispielsweise. Ich würde nach den Berechnungen, die ich angestellt habe, auf der Grundlage der Meldungen, wie viele Kinder denn verschickt worden sind, wie viele Kinder nach dem Krieg aufgefunden worden sind, von etwa 20.000 polnischen Kindern ausgehen. Hinter jeder Zahl steckt ein einzelnes Schicksal von einem massiv aus den Fugen geratenen Leben, das einen ganz anderen Verlauf genommen hat. Um den Kinderraub ranken sich viele Mythen. Die Kinder seien Volksdeutsche gewesen, also eigentlich Deutsche, die außerhalb des Deutschen Reiches lebten. Es seien auch nur wenige nach Deutschland gebracht worden. Doch Himmlers Plan hatte System. Als oberster Chef des Reichskommissariats für die Festigung des deutschen Volkstums bringt er 1942 die Anordnung 67.1 auf den Weg. Darin heißt es: Zunächst werden alle Kinder, die sich in ehedem polnischen Waisenhäusern befinden, durchschleust und untergebracht. Nach Abschluss dieser Aktion werden die Kinder, die bei polnischen Pflegeeltern leben, überprüft. Unterzeichnet wird die Anordnung von Ulrich Greifelt, Himmlers direktem Untergebenen. Er wird später in den Nürnberger Prozessen aussagen, einen konkreten Plan habe es nie gegeben. Diese Verordnung 67.1 geht an alle höheren SS- und Polizeiführer und die entsprechenden SS-Führer im Rasse- und Siedlungswesen, sodass der SS-Apparat sich hier nochmal klar macht, wie es zu funktionieren hat. Das ist ein Teil der rational sich verstehenden Besatzungs- und Germanisierungspolitik, die man eben hauptsächlich dem besetzten Polen, aber eben auch anderen besetzten und annektierten Regionen Europas überstülpt. Heute geht man davon aus, dass europaweit etwa 50.000 Kinder entführt wurden. Sie kamen aus der Ukraine, aus Tschechien, aus Slowenien. Die größte Gruppe aber kommt aus Polen, denn die Maschinerie läuft im Wartegau an. Zunächst werden Waisenhäuser durchsucht. Danach bestellen Jugendämter alle Kinder ein, die bei Pflegeeltern leben, mustern sie. Es gibt genaue Vorgaben, wie ein gutrassiges Kind auszusehen hat. Erfasst werden 21 Merkmale wie Wuchsform, Hinterhaupt, Nasenrücken, Körperbehaarung. Gesucht werden arische Typen, also rein nordisch, rein fälisch oder nordisch-fälisch. Nicht brauchbar für die Nazis, unausgeglichene Mischtypen. Schließlich werden auch Kinder, deren leibliche Eltern noch leben, verschleppt. So wie Alodja Witaschek. Sie durchläuft die Rasseuntersuchung nach der Deportation der Mutter, kommt im Herbst 1943 zur Eindeutschung ins Jugendverwahrlager in Litzmannstadt. Ein Mahnmal erinnert daran, dass hier tausende Kinder leben und schwere Arbeit verrichten mussten. Erinnerungen werden wach, wenn sie hier steht. Alodja kam zusammen mit ihrer kleinen Schwester Daria ins Lager. Nie wolno było od samego początku mówić po polsku. Myśmy ze sobą jedynie szeptały po polsku. Nie wolno było nam też pokazać, że my rozmawiamy po polsku. Za nieposłuszeństwa byłyśmy zaraz karane. Każdy kapo miał jakieś pałki. Przede wszystkim bardzo głośno oni krzyczeli i mówili do nas. Myśmy się już nawet tej mowy bali, a co dopiero tego uderzenia. O godzinie 6 była pobudka, apel. Odliczanie było w języku niemieckim, co sprawiało wielką trudność. Nie wiedzieliśmy, jak kolejno się to mówi. Przez to właśnie trwał ten apel bardzo długo.
Ale niestety apel musiał trwać tak długo, aż nasi wychowawcy doliczyli się, gdzie jest cała grupa tych dzieci. Często bywało tak, że biegali po naszych domach, gdzie mieszkaliśmy, i znajdowano już dzieci w łóżkach nieżyjące. Litzmannstadt war für Alodja die erste Station. Weitere sollten folgen. Kalisz, Brukau, Bad Polzin. Tausende Kinder wurden durch diese Heime der Nationalsozialisten geschleust. Jedes Heim ein weiterer Schritt, ihre wahre Identität zu verschleiern. Geburtsdaten wurden geändert, Namen eingedeutscht. Aus Alodja Witaschek wird Alice Wittke. Ihre Freundin Barbara wird zu Bärbel. Sie wurden gezwungen, ihre Herkunft zu verleugnen und kamen schließlich beide zu deutschen Familien. Erlebten ausgerechnet dort ihre glücklichsten Kindheitsjahre. Josef Sowa lebt im Zentrum von Częstochowa. Bis heute kann er nicht akzeptieren, dass Janina, seine eigene Schwester, das Volk so liebt, das so viel Leid über die Familie gebracht hat. Janina möchte nicht persönlich in diesem Film auftreten, möchte die Geschichte ruhen lassen. Das zeigen auch ihre Briefe. Juselein, wenn du bei uns bist, bitte, bitte nicht über Politik spreche. Siehst du? Ja. Und die Kriege. Buzi, Buzi, Küse. Jascha, Anita. Wie in allen Briefen unterschreibt sie mit ihrem polnischen und dem deutschen Namen. Ona jest tak, prawda, przerobiona, wykształcona w historii i duchu, prawda, germanizacji niemieckiej, że nawet w listach to pisze i prosi mnie już, żeby nie mówić o wojnie, o Rolfie, jej historii, bo ona się tego będzie wstydziła. Przykre to jest stwierdzenie, bo nie chce wiedzieć nic o Polsce, o wspomnienia swojej rodzinie i tak dalej. Ona żyje swoim życiem tam, prawda, w Niemczech. Die fünf Geschwister kommen nach der Ermordung der Eltern ins damals noch deutsche Grodkau in Schlesien. Janina wird dort von einer Frau aus Hannover abgeholt, adoptiert, wird zu Anita. Von den Behörden des Dritten Reiches dokumentiert ist das nicht. Daher wird Janina nach dem Krieg nicht gefunden. Doch die Geschwister suchen weiter. Bis Josef Janina zum ersten Mal wieder sieht, vergehen fast 20 Jahre. Seitdem treffen sie sich regelmäßig. Ja, hallo. Hallo. Guten Tag, meine liebe Schwester. Ja, meine liebe. Bist du zu Hause oder Spaziergang machen? Ja, jetzt im domu. Byłam u fryzjera i byłam w supermarkt i teraz sobie obiad zrobiłam. Już teraz jesteś po obiedzie i na pewno jesteś zmęczona. Cieszę się, bardzo się cieszę, że będziemy się znowuż widzieć. Tak, mój kochany, ja się też cieszę. Także ja jutro będę z Częstochowy wyjeżdżał o 12:00, w samo południe, o godzinie 12:00. Tak, 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 tak. Dziękuję. Auf Wiedersehen, meine liebe Schwester. Ja, buzi, buzi. Buzi, buzi, kochana. Dziękuję bardzo. Cześć. No, słyszeli państwo jej głos. Josefs Schwester wird kurz vor Kriegsende entführt. Einer Rasseuntersuchung muss sie sich schon nicht mehr unterziehen. Denn je länger der Krieg dauert, umso weniger scheren sich die deutschen Behörden um Regeln und Vorschriften. Janinas Verschleppung nach Deutschland, ein reiner Akt der Willkür. Freiburg im Breisgau. Hermann Lüdeking besucht Christoph Schwarz. Grüß dich, Hermann. Schön, dich zu sehen. Schwarz ist eigentlich Lehrer, hilft Lüdeking jedoch seit Jahren. Sie wollen erreichen, dass die Bundesregierung die geraubten Kinder als Opfer anerkennt, dass sie eine Entschädigung bekommen. Schwarz interessiert sich seit langem für das Schicksal der geraubten Kinder.
hat den gleichnamigen Verein gegründet. Gemeinsam mit Lüdeking Klagen vor deutschen Gerichten eingereicht. Vergeblich. Letzte Instanz, das Bundesverfassungsgericht. Das ist jetzt das Schreiben, was ich hier gekriegt habe. Dass sie das bearbeiten. Und jetzt muss ich halt warten, bis ich mal einen Termin kriege. Ja, Hermann, ich würde vorschlagen, dass wir noch mal einen Brief jetzt ans Bundesverfassungsgericht schreiben. Ja. Dass sie sich doch ein bisschen beeilen sollen aufgrund deines hohen Alters. Ja. Das finde ich auch toll, dass er trotz seines Alters noch sagt, ich kämpfe hier für Gerechtigkeit. Ne? Ja. Obwohl es ja eigentlich um nur einen symbolischen Betrag von 2.500 Euro geht. Das ist ein Witz. Kann vielleicht besser reden, aber schreiben. Diese Summe, so heißt es im Gesetz zur Entschädigung von NS-Unrecht, steht so rassisch verfolgten nicht-jüdischen Glaubens zu. Auch Lüdeking zählt sich dazu. Nein, es geht mir aber auch nicht ums Geld, sondern um die Anerkennung, dass es ein Verbrechen war. Darum geht es mir. Das ärgert mich. Die Strategie ist, die warten halt, bis es sich biologisch erledigt hat und dann ist die Sache vorbei. Ne? Das ist alles. Die Bundesregierung argumentiert, dass die Entführung als allgemeines Kriegsfolgenschicksal gilt. Ein Anspruch auf Entschädigung bestehe daher nicht. Oft wird angeführt, den geraubten Kindern ging es im Vergleich zu anderen Opfern gut. In Lüdekings Fall stimmt das. Seine deutschen Pflegeeltern sind wohlhabend. Die Mutter, Lehrerin und Vorsitzende vom Bund Deutscher Mädel in Ostwestfalen-Lippe, sein Vater Oberstudienrat. Beide Mitglied in der NSDAP. Hermann macht Abitur, studiert, wird Maschinenbauingenieur. Nur seine Herkunft ist nie Thema. Zurück in Szenstochau. Josef Sowa hat Dienst. Seit 30 Jahren arbeitet er im Verein für Opfer, die vom Naziregime verfolgt wurden. Setzt sich dafür ein, dass sie Entschädigungen bekommen. In Polen gibt es verschiedene Fonds, aus denen etwa germanisierte Kinder oder Kinder von Zwangsarbeiterinnen kleine Zahlungen erhalten. So auch diese Frau. Sie erhält von nun an 50 Euro pro Monat. Proszę pani, no to jest elegancko. Czyli jak to z tego wynikało, że pani będzie dostawała te przynajmniej te 212 zł, to w jakim sensie żeśmy pani pomogli, pani Barbara, tak? Deutschland hat Anfang der 90er Jahre 500 Millionen D-Mark an Polen gezahlt, als humanitäre Geste, wie es damals hieß. Josef wollte auch für seine Geschwister Geld beantragen, brauchte Janinas Zustimmung. Na to mi siostra odpisała: Nie, nie, nie. Ja nie będę narodu niemieckiego okradać, bo ja jestem Niemką. Dziękuję bardzo. Barbara hat Alodia zu sich nach Hause eingeladen. Sie wollen sich austauschen über ihre Lebensgeschichten, die so ähnlich verlaufen sind. My to jak siostry właściwie, nie? Obie nie wiedziałyśmy, czy jesteśmy Polkami, czy Niemkami. Uważam też, że byłyśmy obie dziećmi szczęścia, bo trafiłyśmy do rodziny, prawda, która no, traktowała nas jak własne dziecko. Barbara ist 3, als sie von den Nationalsozialisten gemustert und zur Germanisierung freigegeben wird. 1942 kommt sie zu ihrer deutschen Pflegefamilie, wächst als Bärbel in Lemgo auf. Genau wie Alodia muss sie nach dem Krieg wieder zurück nach Polen. Damals ist sie 10. Po powrocie. Kiedy to, człowiek, to ja to samo mówię. Nie ma, wiesz, rodziców, nie ma nic i właściwie takim się jest dzieckiem niechcianym, raz tu, raz tam. Języka nie znałaś polskiego. Języka nie znałam. Byłam tą hitlerową, no bo... Tak, niemiecką świnką.
jako nas dzieci to to było fatalne. Ale jako międzynarodową, że Polska chciała odzyskać swoje dzieci, to było coś naturalnego. Ale to było po wojnie, tak? Tak, tak. Es ist extrem schwierig. Die Westalliierten, die machen zum Gradmesser natürlich das Kindeswohl. Einerseits. Andererseits haben sie die berechtigten Ansprüche eben des polnischen Staates, der sagt, gebt uns unsere Kinder wieder. Das ist eine ganz schwierige, auch rechtliche, völkerrechtliche Gemengelage, in der sich hier die Verantwortlichen befinden. Alodia ist wieder zu Hause. Sie wohnt in Bydgoszcz, 2 Stunden nördlich von Lodz. Sie tritt seit Jahren als Zeitzeugin auf. In wenigen Tagen reist sie wieder nach Deutschland, erzählt die Geschichte ihres Lebens. Na, w tym albumie mamy teraz, kiedy przyjechała po mnie nowa Mutti niemiecka, pani Luise Dahl, która nie miała żadnych dzieci. Luise Dahl nimmt die 6-Jährige im April 1944 mit nach Stendal in Sachsen-Anhalt. Das Mädchen kommt dort in die Schule, genießt ihr Leben als geliebtes Einzelkind. 4 Jahre später kommt der Schock. Luise und ihr Mann Wilhelm Dahl bekommen eine Nachricht vom polnischen Roten Kreuz. Sie zerreißt die Familie. In ihrer Antwort schreibt Luise Dahl: Wenn die Mutter des Kindes lebt, sind wir natürlich mit Rücksicht auf das schwere Leid und die zehrende Ungewissheit der Mutter während der jahrelangen Trennungszeit bereit, der leiblichen Mutter das Kind wohlbehalten zurückzugeben. Es ist selbstverständlich, dass die leibliche Mutter das erste Anrecht hat und ich werde dann, wenn auch schweren Herzens, auf das uns lieb und teuer gewordene Kind verzichten. Alodias leibliche polnische Mutter Halina Witaszek hatte Auschwitz überlebt und mit diesem Foto weltweit nach ihren beiden Töchtern gesucht und sie gefunden. SS-Mani. Kiedy otrzymała wiadomość o tym, że jestem ukradzionym dzieckiem polskim i muszę wrócić do swojej ojczyzny, to postanowiła opowiadać mi z powrotem o moim rodzeństwie, o którym ja przez 4 lata zdążyłam już zapomnieć. I z mniejszym oporem wracałam z powrotem do Polski, nie bojąc się niczego. Doch die Rückkehr ist schwer. Alodia kann sich nur mit ihrer Mutter Halina verständigen, die gut Deutsch spricht. Alodias Glück: Der Kontakt zu ihrer deutschen Mutti bricht nie ab. Auch die beiden Frauen freunden sich an. Alodia war nun ihre gemeinsame Tochter. Miałam dwie mamy. Tak. I te dwie mamy bardzo wzajemnie się kochały też. Po prostu tą sytuację rozumiały. Halina Witaszek glaubt den Dahls, dass sie nicht wussten, wer Alice wirklich war. Luise Dahl schreibt ans polnische Rote Kreuz: Alice ist zwar in Posen geboren und war dann, nachdem sie in einem Kinderheim in Kalisz schwer krank war, nach Bad Polzin gekommen. Von dort holte ich mir am 25. April 1944 die kleine Alice, allerdings durch Vermittlung des damaligen Lebensborns. Das Kind wurde mir als rein deutsch, mit deutschem Namen und als ostdeutsche Vollwaise zur späteren Adoption übergeben. Hermann Lüdekings Pflegemutter wusste wohl, dass er kein deutsches Kind war. Sie holt ihn im Dezember 1942 aus dem Lebensbornheim Sonnenwiese in Koren-Salis bei Leipzig ab.
Damals heißt er noch Roman Ruschatowski. Der Lebensborn war ein Projekt Heinrich Himmlers. Unverheiratete Frauen konnten hier ihre Kinder bekommen. Die Sonnenwiese funktionierte als Heim für solche Kinder, aber auch für Kinder wie Hermann, die aus Polen, Jugoslawien oder der Sowjetunion nach Deutschland verschleppt worden waren. Hermann ist eines der ersten Kinder, die von hier aus an regimetreue Familien vermittelt werden sollen. Er erinnert sich, wie das ablief. Mit meinem Spielkamerad, also das war der Roland, mit dem war ich immer zusammen. Wir haben auch zusammen gespielt und auch gegessen. Und da kam eine Schwester und sagte, ihr zwei, ihr sollt zu der Oberschwester kommen. Naja, und dann sind wir rauf und dann hat da die Oberschwester gesessen und dann stand eine elegante Dame da. Also das war dann, wie ich ja, wusste nachher, die, meine Pflegemutter. Mit einem Hut und einem Netz davor. Und dann hat die Oberschwester gesagt, ja, Frau Lüdeking, Sie können sich eins von den zwei Kindern aussuchen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich nehme das kleine Härmchen. Ich nehme den mit, dem pöppel ich wieder hoch, der sieht so blass aus. Und dann hat die Oberschwester nur gesagt, ja, Sie müssen nur hier unterschreiben und dann können Sie das Kind mitnehmen. Das war alles. Und da hat sie mir eine Hand genommen und mit raus und dann sind wir mit dem Zug bis nach Lemgo aus Westfalen-Lippe gefahren. So war das. Ne? Wie so ein Hühnerhof, ja, das Huhn möchte ich haben und das sieht mir nicht so gut aus, aber das sieht gut aus. Und so sage ich das ja auch immer, so hat man es mit den Kindern auch gemacht. Damals ist er einfach froh, dass sich jemand um ihn kümmert. Er hat ein gutes Verhältnis zu Maria Lüdeking. Doch als er anfängt, nach seiner Herkunft zu forschen, sagt sie sich von ihm los. Bei ihrer Beerdigung Ende der 80er Jahre ist er nicht dabei. Die Amerikaner versuchen in den Nürnberger Prozessen, den Kinderraub zu ahnden. Doch die Richter folgen der Anklage nicht. Sie sprechen die Angeklagten im Punkt Entführung von Kindern fremder Völker frei und bewerten die Organisation Lebensborn als karitative Einrichtung. Der Nürnberger Prozess als solche ist in dem Punkt wirklich als eine tragische Fehlentscheidung anzusehen, eben hier den Lebensborn, der ja diese Heime in seiner Obhut hatte, als rein fürsorgerisch-karitative Organisation anzuschauen und damit eben die Betroffenen von jeder Verurteilung freizusprechen. Das ist aus heutiger Sicht eine krasse Fehlentscheidung. Alodja Witaschek ist auf dem Weg nach Freiburg. Deutschland ist ihr vertraut. Sie hat ihre Pflegeeltern hier oft besucht. Heute tritt sie als Zeitzeugin vor Studenten der Katholischen Hochschule auf. Wie bei jedem Vortrag erzählt sie ihre Lebensgeschichte auf Deutsch. Und darum haben sie uns gegeben neue Name und Vorname. Bis jetzt war ich Alodja Witaschek und von jetzt bin ich Alice Wittke. Und ich habe viele Freunde. Die Vorträge seien auch eine Art Therapie gewesen, erzählt sie. Ein Weg, mit der eigenen Geschichte zu leben. Sie haben erzählt, dass die Zeit in Deutschland Sie auch sehr geprägt hat. Aber Sie bezeichnen sich ja nach wie vor als Polin. Würden Sie sagen, dass Deutschland für Sie auch ein bisschen eine Heimat geworden ist? Ich glaube, das stimmt, das ist das auch für mich, weil ich sehr gerne hier komme zurück. Und ich sage, in jedem Land sind sehr gute Leute und sind schlechte Leute. Sehr eindrücklich, wie Sie uns berichtet haben. Und ich denke, dass
Alodia Witaszeks Geschichte ist auch eine positive. Eine von viel Verständnis. Auf beiden Seiten. Sie will sie erzählen, solange sie kann. Der Tag der Abreise. Josef Sowa macht sich auf zum Familientreffen mit Schwester Janina. Taka gorączka podróżna, prawda, nie? W nocy nie specjalnie spałem. Auch diesmal wird die Familiengeschichte wohl wieder Thema sein. Dass Janina bis heute verleugnet, dass sie Polin ist, verzeihen kann er ihr das nicht. Doch sie ist und bleibt seine Schwester. Cała rodzina, prawda, ją bardzo lubi. Ona jest bardzo serdeczna, a również bardzo, bardzo uczuciowa. My mówimy, ona jest księżniczką w rodzinie. Bo ona jest taka miła, taka delikatna i taka serdeczna. Hermann Lüdeking hat Post vom Bundesverfassungsgericht bekommen. Wieder eine Niederlage. Der Kampf um Entschädigung ist verloren. Nach seiner Herkunft aber sucht er weiter. Nach den Stationen seines Lebens, die die Nationalsozialisten so akribisch verschleiert haben. Dass ich was rausfinde, das glaube ich kaum. Ich mache aber trotzdem weiter. Man weiß nicht, vielleicht findet man Korn. Denn die innere Unruhe, wenn man mit 84 Jahren noch immer nicht weiß, wer die eigenen Eltern waren, die, so sagt er, verlasse einen nie.